Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich den Fall noch gar nicht runtergeladen, das machen wir jetzt. Ich hoffe, das geht aber ganz schön flott. Es könnte ein Spinbutter sein. Spinbotti Karotti auf Vertigo, hat man ja eigentlich nie. Von daher, sogar noch im Warm-up. Okay. Das ist übrigens meine neueste Position hier unten für das Teil. Ich schieb's immer da so ein bisschen weg. Und dann, Junge, das ist ja gar nicht im Bild rum. Also, ich spule jetzt das Warm-up schon noch, oder? Wollt ihr das? Ich finde das wichtig, das Warm-up. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ich gehe mal volle Pulle bis in Runde 1 vor. Und los geht's. Also, Mr. Suspect hat. Oh, gar nichts am Start. Schade. Also, skinmäßig. Das waren wir jetzt ganz anders gewohnt von den letzten paar Fällen. Aber ist ja nicht tragisch. Die Gegner gehen wohl fast hauptsächlich auf A und R. Die haben sich beide gehört. Sie wissen voneinander. Plupp. Okay, ganz, ganz merkwürdig geaimt von ihm irgendwie. Er hat sich geduckt und runtergeschossen. So mit Absicht, oder? Sah so aus, als wenn er ihn gar nicht killen wollen würde. Er wollte einfach sterben. Oh! Suspect, okay. Mhm. Also nach dem Miss von gerade eben. Ich meine, vielleicht ist seine Katze auf seinen Arm gesprungen. War das ein bisschen arg lächerlich gerade. Vor allem der Erste. Er konnte noch gar nichts von dem wissen, hat ihn einfach schon weggeschissen. Er hängt gerade in dem Maid fest. Jetzt griefing. Achtung, passt auf. Boom. Okay. Hier, wie vor kurzem bei dem Fall, wisst ihr noch, mit dem krassen Knife und den Gloves, er ist sich hier auf einmal ganz sicher, dass da keiner mehr mit ist, obwohl gerade eben noch zwei da waren. Solche Sachen sind halt, also, es muss nicht zwingend natürlich irgendwas heißen, weil wenn ich dann Entry mache, dann kann es auch sein, dass ich erkenne, oh, da ist nicht sofort einer, ich renne einfach weiter und hoffe, dass ich von hinten irgendwas Fieses machen kann und die von hinten nudeln kann. Aber das hat trotzdem so gewirkt, als wenn er genau wusste, dass da niemand mehr ist. Und er fällt sogar runter. Was ein Dödel. Gucken weiter rein, Runde 3. Komm, renn mal richtig schön. Hier sind jetzt... Ja, okay, er hat noch einen gekillt. Er hat genau gewusst, dass sie auf ihn aimen. Er kann, denke ich, durch die Wand schauen, dieser alte Pimmelpimpf. Was macht er jetzt? Muss kurz seine Cheats einstellen. Moment. Das ist ja mal wieder der König der Wallhacker, ne? Ja. Jetzt sind ja noch zwei. Also insgesamt drei. Sogar ein Vierter kommt dazu. Und er ist sich ganz, ganz sicher, dass er hier warten sollte, weil da kommt wahrscheinlich gleich einer. Oder doch nicht. Oh, zum Glück hast du reingeaimt, Alter. Das ist natürlich höchst popelig, Mr. Walhark. Achtung, wir gucken jetzt ganz genau darauf, ob er eben auch... Herr Flut, was hast du denn da? Was hast du denn da, du alter Sack? Flut hat hier wahrscheinlich ein Anti-Aim noch mit hinzugeschaltet, deswegen schwebt er über die Map. Den hat man, glaube ich, nicht gehört und auch nicht gesehen. Er konnte ihn natürlich sehen durch die Wand. Es stellt sich nur noch die Frage, ob er eben hier noch was anderes am Start hat, also Aim Assist möglicherweise oder Other oder sonstiges. Passt auf. Bing Bong. Nach der ersten Runde würde ich natürlich sagen, da kann kein Aim Assist am Start sein, weil er richtig Kacke geschossen hat, aber manche Schüsschen sind ja dann doch ganz, ganz sauber. Aber naja, mit Vision Assist ist sowas auch nicht schwierig, ne? Du weißt ja, wo sie stehen. Im Vorfeld, also kannst du da auch dann gut hinballern. Da muss dann eben nur mittelmäßig gut sein. Ah, er hat eine Bronze-Deko am Start, aber obwohl, die kann er auch aufgehoben haben, weil er ist ja nicht mehr gestorben und die Vogue, die gehört natürlich dem Feind. Was war denn jetzt? AWP-Tausch, okay. Er geht Richtung Mitte. Da sind jetzt vier Tees, die den Flut-Up-Aim, der Anti-Aim hat. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit Anti-Aim hat. Es schien sogar ebenso, als hätte der Gegner auch Anti-Aim. Ah ja, okay. Also, dann machen wir hier unsere Drückung. Aim-Assist habe ich zu wenig gesehen. Müsst ihr mir jetzt nochmal angucken und dann ganz genau drauf gehen. Aber für den Vision-Assist, der extrem eindeutig ist, wird er eh weggehobelt werden. Da jetzt keine krassen Skins dabei waren, weiß ich nicht, ob ich mir den aufheben soll. Also von wegen, ich guck rein, wie er halt heißt und schau dann, ob sein Account gebannt wird. Ich denke, der wird eh weggeschisselt. Ada war nichts. Griefing war auch nichts. Also von daher haben wir eigentlich, ja, sind wir hier schon durch. Das war jetzt halt mal wieder ein komplettes Standard-Overwatch. Wenn man diese Spinbotter auf Office nicht zum Standard zählt, dann war das hier ein komplettes Standard-Overwatch. Jemand, der schon recht blatant reinhackt mit einem Vision Assist und halt sonst auch eher langweilig rumhampelt und dann nicht wirklich viel aus sich macht. Sonst war einfach Billo. Also von daher weg mit dem kleinen Keck. Habe ich jetzt richtig gemacht? Jupp.
Und Job, leider, Sack. Damit danke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Heute gibt es noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist hier ein kleiner Skin vorbereitet von Dicht. Vielen Dank an Dicht nochmal. Und zwar in der Star Trek USPS Black Lotus mit diesen Jaggerfischen oder wie sie heißen drauf. Einfach eine Kleinigkeit für einen der kommentierenden Persönlichkeiten. Für eine der kommentierenden Persönlichkeiten. Also einfach wie immer euren Kommentar schreiben, ganz ungezwungen, so wie ihr es sowieso gemacht hättet. Und einer von den Kommentarschreibenden erhält dann diese Black Lotus von mir als kleines Giveaway. Soweit so gut. Wie gesagt, danke fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und vielen Dank für die Likes. Wir sehen und lesen uns unter dem nächsten Video oder auch unter diesem Video. Und ja, den Sack werde ich mir, glaube ich, nicht abspeichern. Der war zu lellebebbel. Haut da rein, bis zum nächsten Livestream. Die Limestream-Zeiten stehen in der Videobeschreibung. Man sieht sich. Haut da rein. Later! Mit dem Starship-Kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.